religiösen Studien nachgehen. Wir begegnen Maria dann wieder bei der Kreuzigung und auch bei der Auferstehung Jesu. Sagt das etwas aus über ihr Verhältnis zu Jesus? Unbedingt. Sie gehörte dem innersten Frauenkreis an, dem auch die Mutter von Jakobus und Johannes angehört hat, dem auch die Mutter von den angeblichen Brüdern des Herrn, die in Wahrheit Cousins waren, Maria, die Frau des Kleophas, angehört haben. Und die haben ihn begleitet, die haben ihn auf dem langen Weg begleitet, Salome und wie gesagt die andere Maria. Und dann wurde Maria Magdalena die, man sagt, die Apostelin der Apostel, weil sie einfach die Kunde vom leeren Grab in den Kreis der Jünger der Apostel gebracht hat. Und wir lesen die Geschichte im Johannesevangelium, wie dann auf ihre Schilderung hin eben Petrus und Johannes losrannten und das leere Grab gefunden haben. Also auch die erste oder eine der ersten Erscheinungen des Auferstandenen hatte Maria Magdalena. In den Nag-Hammadi-Schriften, die 1945 in Ägypten gefunden wurden, da lesen wir unter anderem, dass Jesus Maria von Magdala mehr liebte als alle Apostel, dass er sie auf den Mund küsste. Und das hat natürlich die Vermutung genährt, dass Maria von Magdala mehr als nur eine Begleiterin Jesu war. Was ist denn davon zu halten? Nun, derart oberflächliche Deutungen können nur von Autoren stammen, die das Umfeld der Nag-Hammadi-Schriften nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Die Nag-Hammadi-Schriften entstanden den Gnostikern und die Gnostiker hatten eine sehr leibfeindliche und materiefeindliche und damit auch sexualfeindliche Lehre und die Vorstellung, sie hätten damit gemeint, das wäre irgendwie die Freundin oder die Ehefrau des Herrn, ist völlig irrig, weil eben gerade diese Vorstellung bei den Gnostikern nicht bestanden. Da war alles, was mit Ehe zu tun hatte und mit Fleischlichkeit generell verpönt. Aber die Gnostiker hatten aus der griechischen Philosophie die Vorstellung vom Logos und der Sophia. Das bedeutet, dass das inkarnierte Wort musste eine Begleitung haben, die inkarnierte Weisheit. Und weil eben keine Frau außer natürlich der Gottesmutter so häufig erwähnt wird und doch privilegiert war in den Evangelien, haben sie dann einfach aus Maria Magdalena die inkarnierte Weisheit gemacht in einer abenteuerlichen theologischen Konstruktion. Und der Kuss, der erwähnt wird, der setzte sie einfach gleich mit den anderen Jüngern. Das war nämlich der Schülerkuss, mit dem ein Schüler angenommen wurde, wie ein Sohn auch angenommen wurde von seinem Lehrer. Und der hatte also keine, wie auch immer, erotische Bedeutung, sondern war nur die Gleichwertigkeit mit den anderen Jüngern. Natürlich, die Gnostiker standen als Sekte vor der Herausforderung, die mussten eine eigene Tradition aufbauen. Wir hatten hier die Kirche als apostolische Gründung mit Bischöfen, die Schüler und Enkelschüler der Apostel noch direkt waren, wie wir schon lesen können bei Irenäus von Lyon. Und auf der anderen Seite dann eben diese Sekten, die eigenständige Gründungen waren, die brauchten auch ihre Gründerväter und Gründermütter, die Personen, auf die sie sich berufen haben, die eben in der frühen Kirche keine große Rolle mehr gespielt haben, unter anderem eben dann auch Maria Magdalena, der man ein eigenes Evangelium in den Mund legte, das Evangelium nach Maria Magdalena. Das sind aber keine historischen oder historisch verwertbaren Quellen. Und auch die vor ein paar Jahren veröffentlichte Harvard-Inschrift, muss man schon sagen, also ein Papyrus-Fragment, in dem also wirklich Maria Magdalena als die Frau des Herrn bezeichnet wird, ist schon von der Forschung als Fälschung entlarvt worden, weil da einfach Textstücke in zwei verschiedenen koptischen Dialekten, also altägyptischen Dialekten, aneinandergefügt wurden, die aus anderen veröffentlichten gnostischen Evangelien stammen. Der Begriff Gefährtin, den wir in den im gnostischen Philippus-Evangelium finden, der Begriff Gefährtin ist übrigens völlig, ich will mal sagen, völlig harmlos, denn es gab drei griechische Worte, es gab die Koine für eine, es gab die Kühne für die Ehefrau, es gab die Hetäre, das war die Geliebte, es gab und es gab eben den Begriff Koinonos,
Gefährtin im vollkommen neutralen Sinne, wie ja, Geschäftspartnerin, wie Schülerin, wie Kollegin. Und genau den Begriff finden wir im Philippus-Evangelium. Also die Dan Brown-Theorie, nachdem der Herr verheiratet war und auch noch eine Dynastie gründete, die ist eben reine Fiction und die können wir vergessen. Dennoch gibt es ja Exegeten, die betonen, dass es sehr ungewöhnlich war, für einen Rabbi nicht verheiratet zu sein. Warum war Jesus unverheiratet? Diese Exegeten arbeiten anachronistisch, weil die den heutigen Rabbinerbegriff, überhaupt den Rabbinerbegriff in der Institution Rabbinertum auf die Zeit des Herrn projizieren. Das moderne Judentum, das Judentum, was nach der Tempelzerstörung etabliert wurde, ist nicht identisch mit dem Judentum im ersten Jahrhundert nach Christus. Das moderne Judentum ist primär pharisäisch geprägt und eben sehr stark rabbinisch geprägt und da waren oder da sind die Rabbiner verheiratete Männer. Im ersten Jahrhundert aber gab es drei Hauptbewegungen im Judentum, neben den Pharisäern, die Sadduzäer, die Tempellobby, wenn man so will, die mit dem Tempel verbundenen Juden und die essenische Bewegung. Die Essener wiederum waren die, die die Endzeit erwartet haben und bei denen der Zölibat gelebt wurde, wo es auch zölibatär lebende Ehepaare, aber vor allen Dingen viele zölibatär lebende Männer gab. Und von Propheten erwartete man eigentlich die Ehelosigkeit. Auch gerade Elias oder Johannes der Täufer waren auch unverheiratet. Diese prophetische Ehelosigkeit, die spielte eine große Rolle. Wenn in den Evangelien der Herr mit Rabbi angeredet wurde, bedeutete das einfach nur Lehrer, nicht der Titel Rabbi, der später den Rabbinern verliehen wurde. Da, wie gesagt, liegt bei der Deutung ein Anachronismus vor. Vielen Dank, Herr Hesemann, dass Sie wieder bei uns waren. Es war mir ein Vergnügen. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen zur nächsten Ausgabe von Glaubenskompass. Die Reihe Glaubenskompass können Sie kostenlos online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de/shop.